Kann man hier weiter? Oh, hier ist aber, sehr dunkel drin. Gemein. Der hat sich dann quasi einfach nur hier drin versteckt. Okay. Glück gehabt. So, was als nächstes? Ich würde sagen, wir gehen mal hier runter. Irgendwie. Ich glaube, da unten könnte man sich noch irgendwie auf einer erhöhten Plattform halten oder so. Oder auch nicht. Hallo. Oh nein, da wartet wieder jemand auf uns. So, das hat funktioniert. Okay. Hä? Ich dachte, ich kann mich hier irgendwo langhangeln. Na, da unten. Das sieht nämlich so aus, als könnte man da hangeln. Unten rechts. Darf ich nicht zu weit nach rechts runterspringen, sondern mehr so mittig? Na, hier sieht man ja. Ah, ich war zu weit rechts auch tatsächlich. Ah, weil auf die Plattform wollte ich hier nämlich. Die habe ich falsch eingeschätzt, weil ich dachte, ups, da wo man hier mich runterrutscht. Ja, da bin ich runtergerutscht. Das war dumm. Okay. Dann sind wir wenigstens mal bis hierhin gekommen. Dann können wir nämlich hier. Ich glaube, da sieht man schon ein paar mehr Einbuchtungen unten. Dass wir uns hier so ein bisschen langhangeln können. Aha. Da ist er wieder. Okay, gut, dass ich hier gespeichert habe. Das war dann wieder zu hoch noch für Lara. Genau, hier festhalten. Und dann wollte ich nämlich eigentlich auf die Plattform hier rechts. Die leichte Erhöhung hier. So, ne? Ja. Ist er tot? Ich glaube ja, ne? Sieht sehr tot aus. Okay. Wenn ich mich jetzt hier fallen lasse, kann ich irgendwie hier hochspringen? Ich glaube schon, ne? Sollte passen. So! Gibt es hier irgendwas für uns? Ein Medipack oder irgendwie sowas? Nö. Okay. Schade. Dann konnte man hier noch. Hier ja noch was rumhangeln. So. Vielleicht kommen wir da noch irgendwo aus. Hier können wir hoch. Oh, diese ganze. Ich warte mal eben, bis er da fertig gekotzt hat. Warte, kann ich hier vielleicht? Hier irgendwo gibt es hier irgendwas grünen Kristall oder so? Nee, gibt es natürlich nicht. Das kleines Minipack einmal nehmen. So, und einmal kurz abspeichern.
will nicht mit meinen guten Munitionen hier auf ihn drauf zielen. Wer kümmert sich jetzt hier um die Sachen? Hallo. Na, kann ich irgendwas Cooles machen? Gibt's hier was im Wasser für mich? Da hinten kann man irgendwie rein. So. Ah, hier liegt noch irgendwas rum. Lara, soll's hier schon hoch? Hä? Okay, nochmal. Das hat sie jetzt gerade irgendwie nicht so richtig gecheckt. Er ist da gerade nicht hochgegangen. Schon wieder nicht. Also ich bin echt froh, wenn ich das Level hier langsam hinter mir habe. Weil das ist echt sehr, sehr blöd. Mit der Steuerung hier. Super nervig. So, ja, mal schnell hier hin. Einsammeln. Und bleibt überall hängen. Kann ich hier hoch? Wieder nicht. Nochmal. Das kann doch nicht so schwer sein. Lara. Geschafft. So. Hier, können wir hier irgendwie hoch? Der ist schon mal eliminiert da hinten. Oh, hier liegt noch eine schöne Brechstange für uns rum. So, hier kann man ja ein bisschen was gucken. Da kann man auf jeden Fall hoch. Da hinten kann man aber auch noch irgendwie hin. An die Stelle. Da hinten. Wah! Oh, Gott sei Dank. Da hinten ist irgendwie noch ein Knopf. Hoch hinter dir, pass auf! Ach, die spawnen hier so random. Okay. Na, der kümmert sich auf jeden Fall hier um unsere Buddies. Wie kommt man denn da hin? Du regelst das hier schon, ne? Kommt man denn da hin? Da sieht die Wanze aus, als könnte man sich da langhangeln. Da seht ihr diesen Schlitz da links? Komme ich denn da hinten hin? Aha, guck mal, hier kann man sich langhangeln. Da sieht man hier diese unterschiedlichen Farben, dass halt hier irgendwas ist. Okay. Ein Schalter. Ja, damit habe ich jetzt irgendwas geöffnet, mal wieder. So, einmal rückwärts. So.
Interessant. Da oben kann man halt auch noch irgendwie hin. Frage ist halt, wie man da hinten hinkommt. Ich glaube, hier kann ich hochspringen, oder? Komme ich hier hoch? Nee, da komme ich nicht hoch. Komme ich denn hier raus? Da muss ich ja irgendwie hoch. Komm hier nie wieder raus. Ich bleib immer in ewig hier drin. Ja, oh Gott, das ist ja gemein. Ups. Ich muss auf jeden Fall irgendwie auf die Plattform da hochkommen. Da komme ich, ist hier eine Anhöhung. Hier irgendwo hoch? Komme ich denn am besten auf die Plattform hoch? Doch irgendwo was hochgehen. Ah, hier vielleicht. Ah, guck mal. Ah, hier komme ich hoch. Ah, okay. Nur sollte ich nicht zu hoch an der Stelle. So nämlich. So, ganz vorsichtig. Oh, okay. Alles klar. Und dann von hier nach da und von da dann irgendwann da hinten rüber. Okay, dann machen wir das doch mal. So, dann irgendwie da hinten rüber. Oh, nicht so einfach. Oh, okay. Drüben. Drüben. Okidoki. Und jetzt noch irgendwie auf die Plattform. Nein, hä? Ich habe mich doch. Oh, gut, dass ich gespeichert habe. Ich habe mich doch fest. Also, man hat doch gesehen, dass sie sich festgehalten hat. Nochmal. Hui. Nein, da war ich etwas zu weit rechts. Okay. Ja, okay, jetzt hat sie auch gezogen. Komisch. Ja, auf jeden Fall habe ich mich eben schon festgehalten. So, mal gucken, wo wir jetzt hier lang dürfen. Was für eine schöne Begrüßung hier. Ich bin noch dazwischen gewesen. Hä? Moment. Moment. Ich war noch dazwischen. Hä? Oh, okay. Tricky. Tricky, tricky. Das war jetzt nicht so intelligent von mir. Okay, da bin ich rumgeglitscht. Das ist ja auch eine blöde Stelle.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, ob ihr auch solche Probleme hier hattet, wie ich. Also, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, ich höre hier so Geröll. Ah, das ist die Maschine. Jetzt ist die Maschine. Ich dachte, was kommt denn da jetzt gleich wieder für Geröll runter? Da sollte man jedenfalls nicht reinlaufen. So. Also wir sollten da auf jeden Fall nicht zwischen geraten. Das klingt echt bedrohlich, ne? Okidoki, so, wo geht's denn hier hoch? Ob wir hier jemals wieder rauskommen? Huch! Hä, hey, Moment mal eben. Krieg ich hier von hier aus abgeschossen? Er spuckt mich zwar an, aber er ist zu weit weg, um mich zu treffen, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist er zu weit weg. Hallo! Ja, ich finde die Grimassen da so witzig, wie die da einen angucken. Oh, ja gut, ich meine, er findet das wahrscheinlich nicht so witzig wie ich. Das tut mir natürlich dann auch sehr leid, aber was will man machen? So. Jetzt auf jeden Fall runter. Einmal den Schienen hinterher. Ach, dann kommen wir hier wieder aus. Aber unser Kumpel ist mittlerweile weggegangen. Okay. Ah. Ja, cool. Dann geht's für uns nämlich jetzt wieder weiter. Mal gucken, wie die Reise jetzt hier weitergeht. Wie oft ich jetzt wieder sterbe. Okay. Los geht's. Mit Laras tollem Hüftschwung hier. Dann einmal hoch. Und dann geht's wahrscheinlich ganz weit runter. Sehr schöne Kameraführung. Und let's go. Hui. Seh nix. Oh, hier. Oh nein. Plong, plong. Ja, okay, alles klar. Da hätte ich schlagen müssen. Okay. Nochmal. Also abbremsen, aber trotzdem so aufpassen, dass ich dann gleich zuschlagen kann. Die Dramatik steigt hier auf jeden Fall sehr an. Ah, ich glaube, das war zu viel, ne? Ja, weil jetzt lande ich. Ja, das war ja blöd. Das habe ich gemerkt, dass da darf ich nicht so viel. Das Blöde daran ist halt, das dauert so lange, bis man wieder an der Stelle ist, wo man vorher versagt hat. Also darf man sich den ganzen Spaß hier nochmal angucken. Okay, ich darf aber nur ein bisschen abbremsen, weil ich brauche den Schwung, um über das Loch zu springen.
Aber jetzt geht es nämlich abwärts. Und nur so ein bisschen Schwung mitnehmen. Und jetzt? Nein, nein! Oh. Warte mal eben. Das speichere ich direkt ab. Ah, oh, noch rechtzeitig geblonkt. So, der nächste Sprung kommt bestimmt. So, wo geht's jetzt hier runter? Oh, das war knapp. Gut, dass ich vorher gespeichert habe, weil sonst dürfte ich den ganzen Spaß nochmal von vorne machen. Okay, also an der Stelle auch nicht, nicht zu sehr abbremsen. Ich lasse mal laufen hier. Huch! Oh, da muss ich meinen Kopf runter machen, sehe ich gerade. Oh, hab ich's geschafft? Yay! Da bin ich wieder. Oh mein Gott, juhu, wir haben die zweite Ebene geschafft. Yay! Juhu! Gut, also wir hatten ja die Brechstange so eben gefunden. Damit können wir jetzt hoffentlich die Tür hier aufmachen. Nee, da ist die, genau, da ist die Brechstange. Quietsch, quietsch, quietsch. Ist das eine Batterie oder ist das irgendwie ein Ölkanister? Ah, er ist eine Batterie. Okay, ich weiß noch nicht, wofür wir sie verwenden müssen. Aber ich glaube, wir dürfen jetzt zur oberen Ebene und da noch unsere Tour machen. Ja, genau. Da. Okay, also wieder Hub 8. Mal gucken. Ganz schön eng hier, ey. Wie hat das denn hier so gegraben? Knappi knapp. Den Schwung nehme ich aber mit. Ah, okay. Alles klar. Das heißt, ich darf in der Kurve vorher wieder nicht zu viel bremsen. Nicht zu sehr. Wieso leckt das jetzt gerade? Hm. Nur leicht bremsen. Und rüber. Okay, das hat funktioniert. Ah! Okay. Knapp. Kopf einstecken hier. Einziehen. Da hatte ich gute Reflexe. So. Wo sind wir jetzt? Aha. Okay, da oben sehe ich auf jeden Fall wieder Flare, was wir einsammeln könnten. Dadurch sind wir gekommen und weiterfahren möchte der Wagen nicht mit uns. So, ich hole mir mal eben die Flare hier. Ist das eigentlich so ein Sicherheitsboot hier? Da kann ich hier die Batterie reinstecken. Ist Wasser zu sehen? Es ist definitiv Wasser zu sehen. Nein! Ah, Hilfe! Oh, jetzt bin ich abgerutscht. Wollte eigentlich auf die Plattform einmal springen. Aber da kann man doch relativ schnell runterrutschen hier.
So. Dann können wir hier diese Kurbel halt platzieren, ne? Dann lass, aber warum lassen wir das denn ohne uns runter? Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Sollten wir uns nicht einfach darin befinden, wo man das runterlässt? So mit uns? Okay, muss man da jetzt irgendwie runter? Ja, aber das. Ah, man kann auf jeden Fall unten rein. Aber bis ich da unten ankomme, bin ich halt gestäpselt. Wenn ich da ankomme, bin ich tot. Boah, knapp. Sehr, sehr knapp. Knapp das aber einfach ist, das verstehe ich halt nicht. Hä? So. Neuer Versuch. Ah, warte mal, ich kann hier rein. Ah, ich kann hier rein, ich kann hier rein, ich kann hier rein. Aber du sollst schon hier hochgehen. Okay. Mal eben aufwärmen. Mann, Mann, Mann. Mal eben aufwärmen und dann können wir da hoffentlich etwas besser rein, ohne dass wir dabei sterben. So, speichern. Und weiter. Hilft aber auch nicht so wirklich, ne? Und noch sechs große Minipacks. Oh, da ist ein großes Minipack. Dankeschön, Spiel. Vielen lieben Dank, dass du mitgedacht hast. War's aber auch. So, jetzt sind wir zumindest schon mal bis hier runtergekommen. Und weiter unten hat es ja auch noch grün geblinkt. Mal gucken, wie wir da jetzt gleich noch hinkommen. Ich warte mal eben ab, bis der sich hier oben aufgeladen hat. So, da unten ist es noch irgendwas Grünes. Gehen wir mal hier durch. Mein Leben. Also die Minipicks braucht man die halt wirklich, um überhaupt klar zu kommen, ne? So. Ich muss sowohl mein Leben im Blick behalten, als auch, so wie jetzt, so schnell ein Minipack nehmen. Was bin ich hier in die Lücke rein? Oh, noch Mann. Blöd. Und noch ein Minipack. Oh, das ist gemein. Das ist sehr gemein. Da habe ich jetzt gerade echt viele Minipacks verbraucht. Oh Mann, ey. Mal eben wieder warten. Also man muss sich wirklich alle Medipacks aufbewahren, allein nur für dieses Level hier. Die Luft reicht halt auch einfach nicht aus. Die reicht halt auch einfach nicht aus. So, wo darf ich. Ah, guck mal, da darf ich jetzt hin. Yay, wenigstens ein grüner Kristall. Wow, der uns aber auch nicht wirklich, wirklich hilft. So. Boah, ey, schnell weg hier aus dem Wasser. So. Ist das denn jetzt hier mal eben abspeichern?
Nein, das ist mein Freund. Den schieße ich nicht ab. Den brauche ich bestimmt noch. Liegt hier irgendwas rum? Nee, von da bin ich jetzt gekommen. Da unten liegt noch was. Na, warte, da hinten sehe ich doch jemanden. Da sehe ich doch jemanden rumkrachzeln. Okay, aber ich bin mir, glaube ich, ziemlich egal, ne? Oder sucht er jetzt einen Weg, um zu mir zu kommen? Hä? Warum hilft er mir da hinten nicht? Der steht da einfach nur rum. Ich höre noch irgendjemanden krabbeln. Ja, genau. So, war es das jetzt hier mit Krabbeln? Glaub schon, ne? Mal gucken, was der Knopf hier macht. Okay. Yay, wir haben die Minen hinter uns gebracht. Und ich habe keinen einzigen Secret gefunden. Kein einziges Secret gefunden, sorry. Ja, schade. Aber wir haben es geschafft. So, trotzdem vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und dann geht's weiter in das nächste Level. Mal gespannt, was da jetzt auch wieder auf uns wartet. So, bis zur nächsten Folge. Tschüss.